Herzlich willkommen zum neuen Food Diary. Eine Verlosung von 3 Aldi Süd Einkaufsgutscheinen, jeweils im Wert von 50 Euro. Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Food Diary. Ja, ich wünsche euch allen erstmal einen super schönen zweiten Advent. Und habt ihr denn schon meine unfassbar aufwendige, super kreative, weihnachtliche Hintergrunddekoration entdeckt? Bestimmt sofort, ne? Hier schön mit unechtem kleinen Tannenbäumchen, eine Lichterkette ist auch am Start. Und naja, auf die echten Kerzen habe ich wohl besser verzichtet. Es war mir dann doch etwas zu heikel, hier den Adventskranz in den Hintergrund zu setzen. Nachher brenne ich mir noch meine Haare ab oder das Sofa steht in Flammen. Ich glaube, ich tue das Ding mal lieber wieder weg. So, aber dann wollen wir auch mal losstarten. Also, ich habe euch natürlich wieder 7 Tage lang mitgefilmt, was ich gefuttert habe. Überwiegend war das Low Carb. Gestern habe ich richtig zugeschlagen, mich richtig kugelrund gefuttert. Ich bin auch immer noch total satt. Das seht ihr dann, glaube ich, in der letzten Szene vom Video. Dann wollte ich euch auch noch einen kurzen Zwischenstand geben, was mein Gewicht angeht. Also jetzt nicht in Zahlen, aber ob ich das halte oder nicht. Also es läuft echt hervorragend. Ich habe von der letzten Woche Freitag bis zu diesem Freitag, den seht ihr ja auch in dem Food Diary, 0,9 Kilo abgenommen. Das ist quasi genau das, was ich letzte Woche zugenommen habe. Funktioniert also super gut mit dem überwiegend Low Carb Essen und zwischendurch halt ordentlich was gönnen. Ansonsten, was gibt's noch? Ihr habt es im Vorspann kurz gesehen. Es gibt eine super tolle Verlosung mit Aldi Süd. Da solltet ihr im Video ganz genau aufpassen. Und dann wollte ich euch auch nochmal kurz darauf hinweisen oder aufmerksam machen auf meinen Adventskalender, der aktuell auf meinem Instagram-Account läuft. Da gibt's jeden Tag ein Türchen für euch mit kleinen Gewinnen. Das sind wirklich nur Kleinigkeiten, die aber ja von Herzen kommen. Wenn ihr den also noch nicht entdeckt habt, dann huscht da auch super gerne mal vorbei und macht da gerne mit. Jetzt habe ich aber wieder lang genug drumherum gequatscht. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Würde mich riesig freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Und dann sehen wir uns natürlich noch mal kurz. Guten Morgen, heute ist der erste Advent. Da brennt schon ein Lichtlein. Und ich werde jetzt erstmal frühstücken, und zwar griechischer Joghurt mit Walnüssen, Schokodrops und Sesam. Die Beeren sind mal wieder aus und müssen erst neu eingekauft werden. Und ich hatte heute ganz früh schon einen Ingwer-Shot und mein übliches Schokolädchen. Das war ein kleines Kinder-Bueno aus meinem Adventskalender. Hallo, zwischendurch gibt es jetzt mal ein bisschen Nervennahrung. Ein Proteinriegel Espresso Nero. Ich befinde mich gerade mitten in so einer Videoproduktion für einen Kooperationspartner. Voll spannend, das mache ich auch zum ersten Mal. Und ja, jetzt mache ich mal ein kleines Päuschen und futter mal. So sieht das jetzt hier behind the scenes aus. Könnt ihr mal schauen, hier Stative, Softbox. Ich habe gerade das Rezeptvideo dazu gedreht. Das wird halt einmal ja ein Werbevideo für die Firma, mit der ich da zusammenarbeite, was die verwenden können. Was es ist, verrate ich euch aber schon mal. Es sind leckere Raclette-Burger, und zwar Mini-Burger, quasi vom Raclette-Grill mit leckerem Käse. So, meine Lieben, wir haben jetzt 18 Uhr irgendwas. Ich habe noch ein kleines Hüngerchen. Ich habe übrigens vorhin 3 von diesen Mini-Burgern gegessen. Das ist dann ungefähr ja so viel wie ein normaler Burger. Ich sitze jetzt noch an dem Video dran, das ist fast fertig und ich glaube, es ist ganz schön geworden. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, darf man doch auch mal sagen, oder? Ich lasse euch jetzt schon mal einen ganz, ganz kleinen Blick drauf werfen. Natürlich darf ich euch noch nicht viel davon zeigen. Morgen muss ich das abgeben und ich hoffe, dass der Kunde auch zufrieden ist und ein bisschen nervös. Das sind in der Adventszeit meine kleinen Booster, bevor ich gleich Sport mache. Guten Morgen erstmal. Es gibt einen Ingwer-Shot und die Füllung aus dem Adventskalender. Ein kleines Kinder-Bueno und hier so eine Lindkugel. Jetzt dann auch mit richtigem Frühstück. Heute wird herzhaft gefrühstückt. Das ist mal wieder ein Meerkornbrötchen Low Carb von Keto Up. Und das habe ich mir mit Appenzeller Käse belegt. Mahlzeit, Freunde. Also heute Mittag, ihr könnt es ja bereits sehen, und erahnen, ich habe mich kochtechnisch wirklich dermaßen ins Zeug gelegt. Wirklich eine absolute Meisterleistung. Ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich werde da bestimmt eine Stunde dran essen, um ja diese Kochleistung hier überhaupt zu würdigen. So, lasst euch keinen Quark erzählen. Ich hatte es einfach eilig und das futter ich jetzt heute Mittag. 16 Uhr und es gibt jetzt einen kleinen Riegel. Für mich kleines Riegelopfer.
Und so sieht er aus. Ein wunderschöner, angebissener, angefutterter Riegel. Juhu. Ich habe hier seit Ewigkeiten so einen Spaghetti-Kürbis rumliegen. Meine Güte nochmal, war das ein Akt, den zu zerteilen. Steinhart, der Oschi hier. Und ich versuche den jetzt einfach mal im Backofen zu machen. Habe den jetzt dafür ja in zwei Hälften geschnitten mit Mühe und Not. Und dann soll man den ja nachher so spaghetti-mäßig irgendwie auslöffeln können. Da sollen ja nachher so Fäden entstehen. Ich lasse mich mal überraschen. Die Biester waren jetzt eine Dreiviertelstunde drin und ich drehe die gleich mal um und versuche das mal, dass man die so auskratzen kann. Wir werden mal schauen. Ich denke mal, wenn das klappt, dann werde ich die einfach so ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Dann wollte ich noch Petersilie dazugeben, die dann ein bisschen mit Käse überbacken. Ich habe ja einfach zwei Appenzellerscheiben klein gehackt. Der Hase steht nicht so sehr auf Kürbis, deswegen steht hier schon alles für so ein rustikales Rührei parat. Käse, Schinken und Zwiebelchen. Hier haben wir das Ei und ja, da mache ich jetzt gleich mal weiter. So sieht der Gute jetzt also von innen aus, ne? Schön knatschegelb. Und sieht's aus wie Spaghetti. Ich konnte es jetzt leider schlecht mitfilmen, weil ich mit der anderen Hand den Kürbis festgehalten habe. Ich bin quasi jetzt einfach so mit der Gabel rein und habe das Fruchtfleisch da so ein bisschen auseinandergerissen, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Guckt mal, ist das nicht süß? Ein kleines Le Creuset-Töpfchen in rosa. Ganz winzig. Essen, Hase. Also, sieht nicht schlecht aus, finde ich. Bin wirklich mal gespannt, wie das gleich schmecken wird. Das ist, glaube ich, auch ganz schön viel. Das ist ja jetzt erstmal nur eine Hälfte. Ups, Vorsicht. Ja, Käse schön zerlaufen. Na, ich probiere das mal aus. So, kleines Zwischenfazit. Also schlecht schmecken tut das nicht. Aber ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was verfeinern, mir irgendwas Schönes mit überlegen. So, beide leer. Wie gesagt, wir feilen noch dran. Braucht jemand eine Frühstücksschüssel? Kann ich euch gerne zuschicken. Ich hätte jetzt zwei im Angebot. Übrigens, ich wollte euch auch noch sagen, dass das Rezept für die Spekulatius-Mandarinentorte jetzt online ist. Da hat ja, glaube ich, der ein oder andere drauf gewartet. Guckt einfach auf meinem Blog. Ja, guckt einfach auf sandraskochblog.de und da habt ihr das dann ja direkt auf der Startseite. Ich habe euch das ganze Rezept da Schritt für Schritt erklärt. Ich habe ja gesagt, ihr müsst euch noch bis zur Weihnachtszeit gedulden, aber die haben wir ja jetzt. Von daher könnt ihr Gas geben und losbacken. Guten Morgen, das ist mein Frühstück heute. Ich habe es ein bisschen eilig, muss gleich los. Deswegen hält wieder ein Riegelchen her, der Retter in der Not. Und zwar hier dieser Schokonussriegel Wellmix von Rossmann. Dazu ein Ingwer-Shot und ein kleines Stückchen Kinderschokolade aus dem Adventskalender. Daran habe ich mich heute Morgen auch schon erfreut. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe den Hasen gerade gebeten, zur Bude zu fahren, uns was zu essen zu holen, weil es irgendwie schon relativ spät ist. Bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich hatte ihn gebeten, mir einfach nur Gyrosfleisch mitzubringen. Und jetzt guckt euch mal bitte an, das für eine riesengroße Portion Fleisch ist. Ich habe mir dazu noch ein bisschen Eisbergsalat gemacht und natürlich habe ich mir Chiliöl obendrauf getan und bin mal gespannt, ob ich das denn aufschaffen werde. So, und was gibt's für den Hasen? Warum liegen hier zwei Gabeln? I don't know, der Tag war zu lang. Da gibt es natürlich noch Pommes und auch Gyros. Na, meine Lieben, kommt euch das noch bekannt vor vom Food Diary aus der letzten Woche? Da durftet ihr schon mal einen kurzen Blick drauf werfen. Das ist mein Weihnachtsrezept für Aldi Süd. Und zwar ist das Rindergeschnetzeltes in einer schönen Rotweinsoße. Ich habe hier einfach fertige Klöße verwendet und die in eine Sternform gebracht. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Hab dann Rindfleisch angebraten, schön scharf. Also schön scharf angebraten, nicht scharf gewürzt. Und dann gibt es da noch ein schönes Süßchen zu. Und hier ist noch eine leckere Preiselbeerbirne. Bei der Beilage habe ich es mir auch ganz einfach gemacht. Das geht auch super schnell, aber ich glaube, die macht gut was her auf dem Teller. Ich habe einfach vier frische Klöße genommen, habe die so ein bisschen ausgerollt, platt gedrückt, einfach mit den Händen. Und habe dann hier so ein Plätzchenausstecher einfach genommen und habe diese hübschen Sterne geformt. Und die werden einfach in der Pfanne dann angebraten. Für das Rezept habe ich die Gourmet-Produkte von Aldi Süd verwendet aus der Weihnachtsserie. Die findet ihr zurzeit überall in den Filialen. Und damit ihr die auch mal probieren könnt, ihr Lieben, gibt es im Moment auf meinem Blog, also nur noch bis Montag, bis zum 10., eine Verlosung von drei Aldi Süd Einkaufsgutscheinen, jeweils im Wert von 50 Euro.
Könnt ihr also super gerne alle noch dran teilnehmen. Ich drücke euch da ganz fleißig die Daumen. Die Verlosung findet, wie gesagt, auf meinem Blog statt. Und ich verlinke euch in der Infobox mal das Weihnachtsrezept hier und da findet ihr dann auch die Verlosung. Guten Morgen, mal wieder von der Riegelfront. Es gibt jetzt einen Ingwer-Shot. Adventskalender-Inhalt hatte ich schon. Und heute fährt dieser Riegel hier mit nach Köln. Hat mir gestern mein Kollege mitgebracht, der ist durch mich zum Riegelopfer geworden. Liebe Grüße an dich an der Stelle. Und der scheint hier irgendwie neu zu sein und ich finde, der sieht mega lecker aus. Ich weiß, ihr seht den immer gerne angebissen, beziehungsweise von innen, den zeige ich euch auch gleich mal. So, da haben wir ihn fokussiert. Die Kamera mag irgendwie keine Riegel fokussieren. Also der ist wirklich total lecker. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Der hat innen drin noch so ganze Erdnüsse. 162 Kalorien, also wirklich total super. Ich werde mal schauen, ob ich die dann auch beim DM demnächst finde ob die mal wieder alle ausverkauft sind. Hallo meine lieben Freunde. Ich glaube, so habe ich noch nie angefangen. Öfter mal was Neues. Also, Raclette für Arme ist heute Abend angesagt. Das ist ein halbes Low-Carb-Röst-Zwiebelbaguette, belegt mit Tomaten. Hier links könnt ihr das noch sehen. Und dann habe ich das einfach im Ofen überbacken mit jeweils anderthalb Scheiben Raclette-Käse, den ich noch im Kühlschrank hatte. Und obendrauf ist noch ein bisschen Pizzagewürz. Guten Morgen! Mein weißes Frühstück, das sind 250 Gramm Soja-Kokosjoghurt mit Kokoschips außenrum, weißen zuckerfreien Schokoladendrops und Sesam. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Guten Tag, ich mache gerade Mittagspäuschen und futter jetzt hier einen Riegel. Habe ich gestern im DM entdeckt, der scheint auch irgendwie neu zu sein, mit Stracciatella. Ich beiße ihn wie immer ab und zeige euch gleich nochmal, wie er angefressen aussieht. Liebes bisschen, das hat jetzt gerade 4 Minuten oder was gedauert, bis die Kamera diesen Riegel fokussiert hat. Ich bin bald verhungert. Also schmeckt lecker, so sieht er halt eben angefuttert aus und ja, ist richtig schön cremig, crispy zugleich. Jetzt ist er wieder unscharf und ich futter den jetzt mal. So, bei mir gibt es jetzt zwischendurch, wir haben jetzt Nachmittag, ich habe ein kleines Hüngerchen, nochmal hier den Schokoladen-Protein-Pudding. So, heute Abend gibt es leckere, cremige Low-Carb-Erdnusssuppe, die schmeckt wirklich total super, ich habe sie eben schon probiert. Obendrauf habe ich noch ein bisschen Chili gegeben und frische Petersilie. Das macht sich ja auch immer ganz hübsch auf den Fotos. Schmeckt wirklich super, super klasse. Rezept kommt sofort. Und zack, so schnell habt ihr, glaube ich, noch nie ein Rezept von mir gehabt. Ja, Foodblogger-Alarm im Fertigsuppenhimmel. Aber ich habe sie bei DM gefunden und schaut euch mal die Zutaten und die Nährwerte an. Also da ist wirklich überhaupt kein Mist drin. Hat relativ wenig Kalorien. Ist Low Carb tauglich und die lachte mich da irgendwie so an im Regal und ich muss wirklich sagen, die schmeckt lecker. Die werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Gute Morgen, heute ist wieder ungerade Zahl, deswegen gibt es wieder 2 Sachen für mich aus dem Kalender. In dem einen Kalender hatte ich die große Lindkugel und hier dann lecker ein kleines Bueno Mini und natürlich gibt es wieder einen Ingwer-Shot. Frühstück zeige ich euch gleich. Und so sieht dann heute mein Frühstück aus. Heute mal wieder herzhaft. Das ist noch ein halbes Low-Carb-Röstzwiebel-Baguette. Habe ich mir belegt mit meinem geliebten Appenzeller-Käse. Ich finde den ja so lecker. Und scharfer italienischer Salami. Heute geht es zum Geburtstag feiern von meiner lieben Mama. Und die Torte, die sie bekommt, die zeige ich euch natürlich auch gleich noch. Da ist sie, die kleine Eule. Wie gefällt sie euch? Darunter steckt ein Schokoladenkuchen mit Schokoladenganache gefüllt, also quasi mehrere Etagen. Und die weißen Federn sozusagen, die sind aus Modellierschokolade. Das braune, das ist Marzipan, das habe ich eingefärbt mit Kakao und der Rest ist aus Fondant. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich kriege die unfallfrei nachher zu meiner Mama transportiert und ich hoffe, sie wird sich drüber freuen, aber ja, ganz bestimmt. So, Deli, ich esse jetzt noch schnell dieses Riegelchen hier und dann geht's auch ab zu meiner Mama zum Geburtstag feiern. Ich freue mich schon sehr. Kaum angekommen gibt es natürlich ein Stück von der leckeren Geburtstagstorte. Das war übrigens nicht die Eule, sondern das ist eine
Schokoladenbuttercremetorte. So, jetzt kann gleich das leckere Buffet gestürmt werden, aber bevor es hier auseinandergefetzt ist, zeige ich euch mal, was es Leckeres gibt. Wir haben hier einmal eine Käseplatte, dann den guten Kartoffelsalat von meiner Mama, dann haben wir hier noch, was ist das, Schweinefilet nehme ich mal an. Und Blumen. Schweinefilet und Braten, sieht auch sehr lecker aus. Gurken. Tomate Mozzarella. Dann habe ich noch beigesteuert meinen leckeren mediterranen Nudelsalat. Rezept gibt es auf dem Blog, das verlinke ich euch auch. Es gibt noch Eier. Dann habe ich hier noch mein Walnusspesto mitgebracht. Da hatte ich auch noch ein bisschen was von, das kennt ihr ja auch schon. Es gibt lecker Räucherlachs, Kräuterbuder und natürlich viel verschiedenes Brot. Und ich werde mir das heute so richtig gut gehen lassen und freue mich riesig auf das alles. So, und jetzt wisst ihr auch, warum ich euch am Anfang vom Video gesagt habe, dass ich so voll gefuttert bin. Und es gab natürlich auch noch, wie soll es anders sein, nach einem herzhaften Essen muss was Süßes her, nochmal zum Dessert ein Stück von der leckeren Buttercremetorte. Aber was soll's, es war ja ein super schöner Tag, alles hat hervorragend geschmeckt, da kann man dann auch mal zuschlagen. Ich danke euch jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, ihr Lieben, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt einen super schönen zweiten Adventssonntag, eine tolle Woche. Ich werde viel unterwegs sein, werde nach Hannover fahren, bin in Köln unterwegs, aber ihr seid ja überall dabei. Das seht ihr dann im nächsten Food Diary, nächste Woche Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen, haut ordentlich rein, lasst euch die leckeren Adventssachen schmecken. Bleibt gesund und munter natürlich und dann freue ich mich riesig auf euch nächste Woche. Tschüss! Deck the halls with boughs of holly. Falalalala, lalalala. Das ist nur eine kleine Testaufnahme, um zu sehen, ob die Wahnsinnsdeko im Hintergrund auch 1A rüberkommt im Video. Ich habe noch einen Bademantel an und ich gehe mich jetzt